Um die Geduld der Männer nicht unnötig zu strapazieren, gab Thorolf Olaf ein Zeichen, worauf sich dieser erhob und mit einem leeren Becher auf den Tisch hämmerte. Schlagartig verstummten die Gespräche, und als der erfahrene Seemann zu sprechen begann, ruhten erwartungsvolle Blicke auf ihm. »Leute, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, haben wir keine Spur der geflüchteten Hörigen gefunden. Tagelang haben wir die vielen Kanäle, Haupt- und Nebenarme des südlichen Deltas befahren und nach Hinweisen zu ihrem Verbleib gesucht. Bei den Göttern, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie riesig dieses Gebiet ist.« Theatralisch warf er die Arme in die Höhe und blickte zur Decke. »Glaubt mir, dagegen ist das Delta der Salzwies ein armseliges Fleckchen Land. Doch dann, wir wollten schon nach Hause zurückkehren, machten wir eine unglaubliche Entdeckung.« Olaf, der sich gerne reden hörte, genoss es sichtlich, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Er hob herausfordernd die Brauen und blickte grinsend in die gespannten Gesichter seiner Zuhörer. »Was denn?« fuhr ihn Fenrir ungeduldig an. Olaf hatte ein Einsehen. »Wir trafen zwei unserer Landsleute. Zwillinge, die sich als Krieger namens Björni und Bjarni vorstellten. Männer, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die beiden Alten uns entgegentraten. Mit nackten, krummen Beinen, morschen Schilden und mit Schwertern, die schon bessere Tage gesehen haben. Ihre Lederharnische sahen aus, als hätten Ratten an ihnen genagt.« Olaf lachte, als sehe er die beiden jämmerlichen Gestalten nochmals vor sich. »Und wie sind die da hingekommen?« fragte Balder mit vollem Mund und warf einen abgenagten Schweineknochen auf den Boden. Olaf wischte sich eine Lachträne aus den Augen. »Sie sagten, sie hätten einer Flotte angehört, die es nach einem Sturm an die südliche Küste Katans verschlagen hat. Ihr Anführer hätte Thorgrim geheißen, und ich glaube mich zu entsinnen, dass dieser Name in meiner Kindheit in aller Munde war. So hieß ein mächtiger Fürst aus der Gegend, der mit einer großen Flotte auf Raubfahrt gegangen und nie wieder zurückgekehrt ist.« »Ja, ich erinnere mich auch daran«, warf Thorolf ein. »Einige Frauen haben viele Jahre vergebens auf ihre Männer gewartet, die Thorgrim begleitet hatten.« Mit einem Nicken bekundeten einige der älteren Familienoberhäupter, dass sie sich ebenfalls entsannen. »Und diese beiden? Sind sie die letzten Überlebenden?« fragte Digur. Olaf nahm einen großen Schluck Wein und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. »Sie sagten, die meisten ihrer Kameraden hätten versucht, auf dem letzten ihnen verbliebenen Schiff in die Heimat zurückzukehren, und die, die mit ihnen zurückgeblieben sind, seien mittlerweile alle gestorben.« Er legte eine Pause ein und blickte bedeutungsschwanger in die Runde. »Doch eigentlich sind sie nicht die letzten Überlebenden, denn außer ihnen haben auch die Nachkommen von Wolfshunden und Kaninchen überlebt. Die hatten sich in den Bäuchen der gestrandeten Knorren befunden.« »Damit hat Thorgrim Fluch und Segen zugleich nach Katan gebracht«, sagte Digur nachdenklich und fasste sich unwillkürlich an seinen Beinstumpf.